bisschen kompliziert. Achtung! Unfassbares Tor! Ich bin froh, dass ich heute mit meinem zweiten Tor der Mannschaft helfen konnte. Wir haben ein 1:1, was machen wir jetzt draus? Wir wissen, dass wir das deutlich besser können. Klar, ein Dämpfer nach dieser Serie, die wir hatten. Aber das Positive ist, dass wir dann noch einen Punkt mit nach Hause nehmen und das Spiel nicht verloren haben. Es ist natürlich so, dass die Hertha mit dem Rücken an der Wand steht, von der ersten Minute total hoch gepresst hat, auch intensiv gespielt hat. Es soll einfach nicht passieren, dass der Gegner intensiver spielt, mehr Härte und Physis ausstrahlt. Vom Spiel ist es schon das Maximum, was heute drin war, weil wir einfach in der ersten Halbzeit zu passiv waren. Und deswegen war auch der Rückstand komplett verdient. Der Ball berührt halt minimal meinen Handballen. Keiner reklamiert, keiner ahnt irgendwas. Das ist die Regelauslegung, die kompletter Schwachsinn ist heutzutage. Und muss ich respektieren. Ist ärgerlich. Wir wussten in der Halbzeit, dass wir was verändern müssen. Wir sind mit einer anderen Einstellung in die zweite Halbzeit gegangen. Wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass zweite Halbzeit mehr Energie auf dem Platz war. Ist der Costa. Looking for Ajok. It's come back to him. It's Ajok! Simply stunning! Das Tor hat natürlich dafür gesorgt, dass wir wieder Selbstvertrauen auf dem Platz hatten. Danach haben wir uns wieder viele Aktionen rausspielen können. Wir waren alle viel selbstbewusster. Natürlich hätten wir gerne heute das Spiel gewonnen, aber der Gegner auch. Deswegen fand ich, dass es am Ende ein guter Kampf war. Losgelöst von den Ergebnissen geht es um die Leistung. Und da war das Spiel heute schon Dämpfer im Vergleich zu den letzten Wochen, weil wir da konstant auf einem höheren Level gespielt haben. Heute war es einfach zu wenig Intensität. Auch wenn man davor viele Spiele gewonnen hat, reicht es nicht, wenn wir ein bisschen nachlassen. Wir müssen schon selbst jeder den Anspruch haben, das Maximale rauszuholen. Und die erste Halbzeit war jetzt halt so eine Warnung und so eine, auch ein Zeichen, wie man es nicht machen soll. Wir müssen die erste Halbzeit analysieren, schauen, was wir da alles falsch gemacht haben und auf jeden Fall die Einstellung der zweiten Halbzeit mitnehmen, um mit dem Spiel, was uns auszeichnet, dann gegen Freiburg anzutreten. Ludovic Ajok!